Grüezi miteinander, ich bin Dieter Roger. Ich begrüße euch hier in der letzten Zug. Wir sind ein grosser Milchwirtschaftsbetrieb, der noch Futterbau, Ackerbau, Legehennenhaltung und Dreckvermarktung betreiben. An diesem Beruf gefällt mir am meisten, dass man innovativ sein kann, dass man mit der Natur arbeiten kann, auch mit der Technik, mit dem Mensch. Mein Vater hatte schon Milchkühe und ich habe Freude, sehr Freude an den Milchkühen. Es ist extrem abwechslungsreich. Wir haben einen Beruf, wo man eigentlich alles in einem verknüpft hat. An unserem Betrieb ist es besonders, dass er relativ gross ist, dass er vielseitig ist, dass wir ein riesiges Team haben im Rücken, das uns hilft, den Tag zu prestieren, die vielen Produkte zu machen und auch zu verkaufen, zu vermarkten. Am Ende des Tages ist mein Ziel erreicht, wenn ich guten Umgang habe mit meinen Angestellten, mit Natur und Umwelt. Und dass wir natürlich hochwertige Nahrungsmittel produzieren können. Als ich hinter einem Produkt stehe, ist es mir extrem wichtig, dass Tierwohl stimmt. Die Hühner können hier hinten alle voraus, aufs Gras raus. Wir haben braune Hühner, weil man die braunen Eier besser verkaufen kann. Die Kühe gehen bei uns den ganzen Sommer, von Mitte März bis Mitte Oktober, Alltag, können sie selber. Die Türen ist offen, sie können raus und rein, wie sie wollen. Also unser Futter für unsere Kühe produzieren wir selber produzieren auf unseren eigenen Flächen. Das ist Gras, Mais und Heu. Das machen wir alles selber. Mich würde es freuen, euch mal bei uns auf dem Hof zu begrüßen, im Hofladen oder um den Hofladen herum. Bei uns kann man überall hineinschauen und man kann überall etwas posten.